Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Octopath Traveler hier in diesen Ruinen der Dunkelheit. Nenne ich es jetzt mal. Die Ruinen der Dunkelheit. Ja, und ich habe keine Ahnung, da unten ist eine Kiste. Ist schön. Schauen wir mal, ob wir die bekommen hier. Aber erstmal natürlich hier diesen Kampf kurz geballert. Das sieht gut aus. Da würde ich sagen, wir werden mit ihm einfach mal vorne so ein bisschen was aufklopfen. Ja, Doppelschlag. Sehr gut. Dann einfach warten bis Geboostung Stufe 3. Ich bin echt richtig schlecht ausgerüstet für diese Gegner. Also ich hoffe, dass der Boss nicht auch dieselben Schwächen hat. Aber wahrscheinlich schon. Ja, machst du hier den da. Und du mischt einmal hier, wie viel schändlichen Staub? 45, das wird relativ wenig, aber gut, er ist jetzt hier auch, den haben wir hier auch nicht mehr ewig. So, passt schon, Bro. Es ist schön, dass du nochmal drankommst, dann würde ich sagen, weißt du was, dann machen wir doch die jetzt noch ein bisschen weg. So, okay. Okay, du kommst auch nochmal dran, dann machst du den da weg. So, okay. Ist das jetzt klug gewesen? Wahrscheinlich gar nicht, weil jetzt haben wir voll das asynchrone, die asynchrone Geschichte. Machen wir vielleicht doch hier. Watch my blade dance. Super. Super, Alberic. Das sind Aussagen, die sind richtig toll. Sorry. So, einmal da. Ach, kein Doppelschlag. Immer dann, wenn ich einen Doppelschlag bräuchte, machst du keinen. Das finde ich nicht so toll. So, warum habe ich Alberic eigentlich jetzt geboostet? Ich habe keine Ahnung. Manchmal kämpfe ich wirklich ganz, ganz komisch. So, dann machst du einmal Apothekenpferd. Ich will jetzt nicht die ganzen Stäuber verbrauchen, deshalb mache ich das jetzt so. So, blöderweise wacht das eine Ding natürlich jetzt wieder auf. Da nochmal Lumineszenz wieder geballert. Schön. Oh, die sind ja alle wieder... Wieso sind die jetzt alle wieder aufgewacht? Echt? Waren die... Okay, das ist jetzt blöd. Obwohl, nee, die haben ja... Warum haben die jetzt nur... Hä? Nee, ich bin hoffnungslos verwirrt. Frag mich nicht, ich bin hoffnungslos verwirrt. Wisst ihr was? Ich riskiere es jetzt einfach mal. 1000 Speere. So, einmal, danke. Und natürlich... Ja, wenn du immer bei denen daneben schlägst, die wichtig sind, dann kann das ja nichts werden. Ja, komm, mach das jetzt auf alles. War blöd, weil jetzt keiner davon gebrochen ist. Aber das Vieh zu vorne ist zumindest weg. Das ist ja schön. Dann haben wir hier mit 1000 Speere auf jeden Fall wieder ein besseres. Weißt du was? Das ist immer Maximum. Achso, nee, ist eigentlich. Ah, weißt du was? Ah, doch, mach ich. Das wird wahrscheinlich wieder nicht. Wird er wahrscheinlich daneben schlagen, oder? Natürlich daneben. Ja, warum mache ich es eigentlich? Weiß nicht. Das wäre anders klüger gewesen. Aber naja. Einmal kurz 1000 Speere. Go. Es wäre gut, wenn du treffen würdest auch, Alberic. Ja, gut, ein paar Mal hast du getroffen und das eine Vieh ist sogar gestorben. Das ist ja spannend. So, Hanifa. Master Boost, so. Oh, das war... Ich hätte mir von dir mehr erwartet. Hanif. Da muss wieder Alberic rausreißen, oder? Naja, gut, so stark war er jetzt auch nicht, aber naja. So, heiliges Licht. Und Schüssinger, sag ich da. So. Kurz Wunden geheilt. Punkte hole ich mir nicht mehr. Ich laufe da kurz weiter, weil da ist ein Kistchen. Ja, ganz wichtig, Kistchen, ihr wisst ja. Ich muss ja sowieso trainieren, das hilft ja eh alles nichts. Wo geht's denn da hin? Okay, da hinten ist offensichtlich auch irgendwo ein Kistchen. Wo sind wir denn jetzt? Ah, da ist... Ach, cool. Da ist auch ein Kiste, das habe ich gar nicht gesehen. So, wir haben den Feind in einem Moment der Unachtsamkeit überrascht. Das mag ich eigentlich ganz gern. Moment, ich habe... Nee, er kann ja ruhig Eiszapfen zaubern. Das ist ja kein Thema. So, einmal. Du machst jetzt einfach... Oder weißt du was? Diese 1000 Speere, das ist einfach so ein Problem, weil das funktioniert nicht gut. Aber du könntest auch einfach den Horizontalhieb machen, weil dann haben wir zumindest die beiden unten schon mal ins Nirvana befördert. So. War jetzt eigentlich gar nicht mal so klug. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hat der einfach überall daneben geschlagen. Super, Alberic. Das war jetzt ja eine richtig gute Leistung. Muss ich schon sagen, dass... Also, ja, doch. Komm, ich mache jetzt hier ganz kurz so ein... Was haben wir? Ist denn da ein Windstein, oder?
Windseelenstein, da habe ich eh, also genug nicht, aber ein paar. So, sehr schön. So, Olberic, jetzt probieren wir es nochmal, okay? Ah ja, diesmal hast du alle, das freut mich sehr, dass du jetzt alle getroffen hast. Gott sei Dank, ja. So, dann machen wir hier einmal, weißt du was, dann mische ich jetzt einmal noch so ein Stäubchen. So. Und du machst, ja, es wäre jetzt gut, wenn ich hier einen Speer hätte, habe ich aber nicht. Naja, weißt du was, komm. Luminescence Go. Ist ja auch was Schönes. So, Hanid, ja, machst du einen Speer. Das war jetzt ein Geduldangriff, oder? Ah, okay. Da fiel ja da auch nochmal. Ja gut, dann haben wir es jetzt ja leider... Ja, tun die mir fast ein bisschen leid. Also, ein bisschen. Minimal, ne? So, what next, fragst du? Mach mal horizontal lieber auf alle. Ja, gut, gut. Ein paar tausend Schaden, das mag ich. So, du machst das gleiche auch nochmal. So, die sind alle weg. Fast alle. Du machst das auch. Ja, und kein Level Up, aber naja. So, brauchen wir jetzt. Nee, ich will immer noch keine anregenden Trauben verschwenden. So, erleuchtete Kette. Kann ich da irgendwo noch durch? Nee. Wahrscheinlich sollte ich diese Sachen, die ich finde, auch ausrüsten, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich finde die alle sehr hart eigentlich, weil ich glaube, ich muss echt ein bisschen schändlichen Staub dann auch kaufen. Substanz mit unbekannter Wirkung finde ich halt cool. Was diese Spinnenwebe auch immer bedeutet. So, Krieger ist dran, das freut mich sehr. Dann machst du einmal den da. Ja, wunderbar. Hanid ist dran, dann machst du einmal den da. Es wäre so schön, wenn ich irgendwas hätte, was sehr viel Eis machen würde. Vielleicht, ja, komm, vielleicht holen wir uns hier jetzt ein bisschen. Weil ich muss das Zeug ja sowieso verwenden. Komm, einen kleinen Eisseelenstein. So. Dann mischst du nochmal hier so ein bisschen so ein Eisding an. Mit Schlaf. So. Ja, und jetzt ist halt der Punkt natürlich. Ich mach jetzt gleich Boost und vielleicht hilft das. Schauen wir mal. Geschickter wäre es wahrscheinlich zu warten mit dem Boost, aber ich denke, dass ich die vielleicht so schon töten kann. Das denke ich mir zwar immer und dann ist es immer eine ganz schlechte Idee. Ja, zumindest. Ja, sie sind schon alle rot. Ja, komm, geht sich aus. So, irgendwie geht sich schon aus. Hanid macht das auch nochmal. So. Elfin kommt gar nicht mehr dran. Schade, Elfin hätte sicher noch Spaß gehabt. So, erledigt. Super. Brauchen wir jetzt Heilung? Nein, ich brauche immer noch. Also Menüheilung, ja. Olberic bräuchte vielleicht mal wieder ein paar Fertigkeitenpünktchen, aber naja. So, die Kiste da unten, keine Ahnung, wie ich da rankomme. Ist mir aber jetzt auch egal. Aber da unten liegt ja auch noch so eine Kiste irgendwo. Oder kann ich da? Wo lag denn die? Ich dachte, dass da war eine... Hä? Achso, da muss ich wahrscheinlich... Bin ich jetzt doof? Wo war denn die? Was sind das für Typen? Oh, da ist ja... Okay, das könnte... Moment. Da rufe ich sicherheitshalber mal den Sandwurm. Ah, Stab. Okay, na immerhin. So, der Sandwurm ist weg. Das Ding tat etwas sehr weh. Also ich befürchte, der Kampf könnte schlimm enden. Nicht auf Hanid. Wir sind nämlich alle sehr stark. Ne? So. Achso, da kann ich eh nicht wirklich was machen. Die sind nämlich alle nur mit Waffengewalt anzugreifen. Na komm, dann mach hier du mal erste Hilfe bitte auf Hanid. Da müssen wir eh Fokus-Damage machen. Die Frage ist, ob es nicht... Gott sei Dank habe ich erste Hilfe gemacht. Ob es nicht geschickt wäre. Komm, ich hole jetzt den Ritter mal ran. Okay, das ist kein Schwert offensichtlich. Das ist sehr schade. So, was mache ich da jetzt? Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf den da unten, ja.
Das ist schön ein bisschen Fokus-Damage. So, du heilst mal drüber über alle. Ja. So, wunderbar. Weiß nicht, warum dass ich das vorher nicht gemacht habe. Du... Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich probiere jetzt mal... Also, Axe ist nicht. Ich probiere mal bei ihm den Bogen. Ja, okay. Nur damit wir es wissen. Ja, darum geht's mir. Aber trotzdem bleiben wir jetzt erstmal da unten bei dem. Einer nach dem anderen, ja. Ist ja, glaube ich, echt ein bisschen klüger. So, machen wir da Kreuzschlag. Oder wäre vielleicht sogar da. Was war das nochmal? Führt einen sehr mächtigen Bogenangriff auf alle Gegner aus? Ja, mach mal. Ja, gut. Dafür, dass er eigentlich gegen Bogen schwach ist, hat er das eigentlich gut ausgehalten, leider. So, Brand Stunner. Ah, schade. Nee, das ist fast zu schade. Ich kann das hier nicht verwenden. Nee, komm, dann mache ich lieber, klingt jetzt blöd, aber dann mache ich lieber einen normalen Kreuzschlag auf ihn. Oh, und ich hätte eigentlich gehofft, dass er stirbt, aber war wohl nicht so. Ja, dann haust du hier mit einer Amputation drauf. So, genau. Sehr schön. Ja, dann mache ich hier, ganz ehrlich, machen wir hier den Pfeilhagel, weil vielleicht schaffe ich es, dass der... Reverend, nee, natürlich nicht, aber hätte er sein können. So, Ophelia ist übrigens auch. Hat sehr viel Boost. Die haben alle sehr viele Boostpunkte. Ich sollte mir vielleicht wirklich gucken, dass ich mehr Boostpunkte verwende. Wie zum Beispiel mit ihr. Achso, sie hat keine mehr. Okay. Weißt du was? Ganz ehrlich, Pfeilhagel. Komm, go. So, damit der vorne im Taumeln ist. Genau, das wollte ich erreichen. Weil mit dem Boostpunkt werde ich jetzt einfach den nehme ich jetzt ein bisschen... Jetzt ein bisschen penetrieren. So. Brand Stunner. Go. Ah, der ist ja doch gegen Schwert schwach. Also schwach unter Anführungszeichen. Man hat jetzt gesehen, das war jetzt ja richtig schlecht. Ich frage mich, ob Präzisionsschlag da jetzt... Was ist Ziel nochmal? Kritisch, also... Ja, ich mache mal Präzisionsschlag. Dreifach geboostet. Voll. Ja, 2700 ist auch. Ist die Frage, ob das mehr gewesen wäre mit Zauber, aber ich bin mir da nicht sicher. Ah, danke, der Adante-Ritter hat uns hier sehr geholfen. So, dann machst du auch hier, was war das eigentlich nochmal? Oh, ach so, das Objekt ist voll sinnlos. Einmal eine Mega-Amputation, bitte. Ja, oh, 4000, wow. Elfen, was ist denn da los? So, Alberic, dann machst du nochmal einen, du machst nix, weil ich hätte vielleicht doch Fertigkeitenpunkte mal... Ach Gott, ja, das ich sag nix, Leute, sag nix. So. Aber ich muss den Dicken jetzt unbedingt töten. Also, was Moment mal, was war das jetzt gerade? Das war jetzt schon fast ein bisschen zu viel des Guten. Mal kurz mehr heilen. So. Wieso stirbt der nicht? Könnte der bitte einfach sterben, der Typ? Wäre das eine Idee? Könntest du bitte einfach sterben? Nö, kann er nicht. Okay. Könntest du bitte einfach sterben? Nö, mag er nicht. Gut. Aber er ist zumindest schon rot. Ja? Ah, okay, kommt nochmal. Oh, auch sie hat keine Fertigkeitenpunkte mehr. Gut, aber ich muss. Aber trotzdem, es hilft alles nichts. Ich muss es probieren. Ja, hat nicht geholfen. Schade. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich muss leider gucken, dass der auf jeden Fall wieder ganz schnell Dingens wird. Ja, ihr wisst schon. Dingens. Ja, ihr wisst, was ich sagen will. So, okay, er kann das ja gar nicht. Warum kann der das nicht? Moment. Ja, mach mal Horizontalhieb einfach. Echt so doof? Das gibt's ja nicht, dass ich den... Oh Gott, ich habe ja auch hier... Mann. Wie ich das hasse. Ja, ich weiß, vor dem Kampf habe ich gesagt, muss nicht sein, aber ich bin... Jetzt merke ich, dass das eine doofe Entscheidung war. So, hast du... Ja, der hat natürlich wieder... Ah, doch, Stab hätte er. Was denn erst? Komm, machen wir lieber, ich möchte den... Natürlich schlägt er daneben, weil ich könnte... Ja, okay. Ich sag nichts. So. Einmal kurz den da gemacht. So. Elfin, wie wär's? Machst du jetzt mit der Amputation jetzt zumindest tot? Gott sei Dank ist er jetzt weg. So. Gut, dann werden wir uns jetzt diesen Relikt widmen. Sehr schön. So, du machst hier
komm. Ich glaube trotzdem, dass heiliges Licht stark sein müsste. Okay. Ja, ist es. Warum, Leute, warum sind die so stark? Gut, ich meine, ich bin doof. Ja, ich weiß schon, weil ich... Ah, okay. Jetzt hat Hanit natürlich... Jetzt brauchen wir keine anregenden Pflaumen mehr, aber zumindest die... So, die Kiste da unten. Ja gut, ich müsste eigentlich nur über die Leiter runterlaufen. Nö, die Kiste, die erreiche ich nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. So, es geht weiter nach oben. In einen goldenen Raum voller Freuden und Gegner. Wie zum Beispiel die da. Was machen wir denn in unserer Angst? Ich würde sagen... Ja, wir machen das Ding da vorne. Ich weiß, es ist blöd, dass ich keinen Gelehrten mit habe und ich weiß auch nicht, warum, dass ich das nie mache. Ich meine, ich könnte das sogar jetzt noch umswitchen, dass ich einfach Ophelia zum Gelehrten mache. Wäre wahrscheinlich gar nicht mal so uncool. Ich habe keine Ahnung, warum, dass ich das jetzt gemacht habe, weil Elfin wissen wir ja, dass der immer daneben schickt. Wisst ihr was? Komm, hier ein bisschen. Wo sind wir da? Eisseelensteine raus. So, dafür habe ich sie. Sehr schön. So, und dann schlagen einfach alle mal zu. Das gehört zum guten Ton. Einfach mal und alle Elfen schlagen. Das gehört zum guten Ton. Jetzt ist natürlich Hanit auch noch geblendet. Aber Blenden ist halt auch so eine Fähigkeit, die echt lästig ist, muss ich sagen. Eisseelenstein, so. Weg mit euch. Ja, Elfin, du weißt, was zu tun ist. Lumineszenz. Wow, das war ein guter Schlag, Elfin. Olberic, mach einmal einen Horizontalhieb auf alle. Ja, und es wäre gut, wenn... Aber du triffst nicht. Nee, natürlich nicht. Wie sicher sind wir uns, dass sie trifft? Oder dass sie nicht trifft? Wobei, warte mal, ich bin ein Idiot. Ich muss ja nur diesen Donnerprügel machen. So, so geht das, ne? Weiß nicht, warum, dass ich... Ja. Weiß ich nicht. So, Lumineszenz. Sehr schön. Und... Würdet ihr bitte sterben? Ich wäre sehr verbunden, wenn ihr jetzt einfach sterben würdet, weil ich ballere euch down die maximale Level Zauber und Attacken weg. Das kann ja nicht sein, dass ihr das überlebt, ja? So, okay. So, Menüheilung passt. Und weiter geht's. Eine Statue. Schön. Eine weitere Statue. Auch schön. Eine Kiste. Das mag ich natürlich am liebsten. So. Energiegranat-Tapfel. So, die Kiste holen wir uns natürlich dann später auch noch. Oh, ein neuer Gegner. Ja, komm, hör auf. Hör auf zum Reden da hinten. Na, tu was. So, ich gehe mal davon aus, dass der wahrscheinlich wieder nicht gegen Pfeile... Nein, natürlich nicht. Hätte er sein können, aber... Nee, natürlich nicht. Ich sollte nach dem Kampf jetzt echt mal wegen den Fähigkeiten gucken, ne? Warum mache ich das nie? Ah, einmal Horizontalhieb. Und das Vieh vorne ist natürlich nicht gegen Horizontalhieb. Moment, ich probiere jetzt mal durch. Ah, ich merke gerade. Was? Speer auch nicht. Axt aber zumindest, oder? Okay, da schlagen wir daneben. Klar, warum auch nicht, ne? Ist ja Olberic, der Elfin, der darf das. So, bitte Axt. Ja, Axt ist es, okay. So, einmal jetzt kurz den Horizontalhieb nochmal. So. Du willst mich doch verarschen. Jetzt hast du zweimal bei denen da hinten daneben geschlagen. Ja gut, und Hanit natürlich ist wieder mal verblendet. Ja. So, komm, ruf einmal hier den Frost. Ich mach dir jetzt ein... Oh, 101. Wow, das ist ja ganz, ganz, ganz gute Fähigkeit. Hast du gut gemacht. So, weißt du was? Komm. Jetzt müssen wir ein bisschen Schaden machen. Ja, so, man merkt, das hatte ich eh auch schon mal in Vergangenheit bei irgendeiner... Also ich mache Horizontalhieb mal jetzt über alle, auch wenn ich wahrscheinlich bei allen daneben schlage. Nee, nicht mal. Man merkt, die Kämpfe machen einfach viel weniger Spaß, wenn man die Schwächen der Gegner nicht hat. Ja, wenn man die nicht richtig ausnutzen kann. Also da ist wirklich, das Spiel ist schon abgestimmt drauf, dass das alles ordentlich passt, ja. Oh, ich hätte sich geboostet, man weiß es nicht. Ja, muss Elfin zumindest boosten. So. Ja, gut, war zu erwarten.
dieses Ergebnis. So, du knallst mit der Axt nochmal drauf. Sehr schön. Elfin, du haust hier auch nochmal. Vielleicht nochmal. Ja, sehr brav, so mache ich das. So, und jetzt machen wir hier natürlich wieder gar nichts, weil du ja verblendet bist, Hanit. So, und du machst hier heutzutage halt auf alles. Sehr schön. Ja, diesen komischen Steinkriecher, den werden wir wohl dann mit... Ich find's echt doof, dass ich keine Dolchträger mit habe. Ja, ein paar Level ab, wunderbar. So, Menüheilung und... Hoch zum Speicherpunkt, hätte ich gesagt. Wie es weitergeht, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Ja, danke wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute!